Sie sehen da übrigens diese Innenschuhe bei Leighton Hewitt. Er hat ja auch Probleme mit den Bändern, mit den Knöcheln schon mehrfach gehabt. Ist das Wahnsinn. Unfassbares Tennisspiel. Jetzt bricht's wieder aus ihm raus, aber der ist heiß ohne Ende. Es läuft da heiß. Zu vorsichtig. Oh, geht er jetzt nochmal ab. Zu fassen! Überragend von beiden. Und schauen Sie sich den Blake an. Was für ein Typ! Nee! Da ist die Geste. Das ist die Geste von Leighton Hewitt eigentlich. Schauen Sie sich das an. Und jetzt kommt der Wicht. Erfunden von Mats Wielander. Nächster Satz bei Hewitt. Rauschzustand hier in der Rod Laver Arena Down Under. Mann, oh Mann. Und ich bin im Zweifel, ob der jetzt noch aufzuhalten ist. Timing, Länge, alles perfekt. Das ist es. Leighton Hewitt fightet sich vor allen Dingen durch den zweiten Durchgang. Oh, der war eng. Da ist es passiert, irgendwann kommt es dann halt. Dieses Come on, es ist schon obligatorisch. Ah, klasse. Oh, bravo. Genau der muss er spielen. Physisch voll da. Das war ein Return wie ein Strich. Und da ist er sicherlich in der ersten Riege dabei. Die Hand. Ganz sicher einer der besten Returnspieler der Welt.
hin und wieder springen sie auf vor mir. Boah, von da hinten mit so viel länger, Juit. Er hat gewartet bis zum richtigen Moment. Und Juit packt zu, mit ganz, ganz viel Gefühl regelt er diese Angelegenheit. Das sieht jetzt gut aus für das Kraftpaket. Was für eine Atmosphäre. Das trägt er natürlich auch, wie auf einer Wolke, wie auf Wolke 7. Jetzt hat er ihn. Er wählt es mit dem Ass. Seinen 9. Leighton Hewitt im Achtelfinale gegen Rafael Nadal. Ja, Paul Hewitt. Genau der richtige Ball. Gegen die Laufrichtung geschossen. So, Juit wieder am Drücker. Explodiert förmlich. Riesig. Fantastisch. Leighton Hewitt holt Satz Nummer 4, gleicht aus und es gibt einen 5. Und Hewitt beginnt mit dem Break und nun die Gesten, die wir kennen. Er putscht sich auf. Leighton Hewitt steht im Viertelfinale der Australian Open 2005. Auf der Linie, auf der Linie. Nochmal auf die Linie. Meine Herren. Hewitt geht volles Risiko.
Hewitt ist da. Da stehen sie fast alle auf hier. Und auf die Linie. Der ist dann aus. Und jetzt geht Hewitt zum Linienrichter. War klar, dass er dort Theater macht. Nalbandian geht zum Schiedsrichter und beschwert sich, dass das Publikum laut geworden ist. Also, lieber Herr Nalbandian, das ist doch ein Witz, dass die Zuschauer hier unruhig werden, gerade die, die auf der Grundlinie sitzen und natürlich enge Bälle gegen Hewitt im Aussehen wollen, ist doch verständlich, ist doch normal. Was erwartet der denn hier, eine Kirche? Schafft das Break. Leighton Hewitt steht im Halbfinale der Australian Open. Ein Riesenmatch zwischen diesen beiden. Die klären auch die Geschichte nochmal auseinander. Fantastisch. 4 Stunden, 5 Minuten. 1 Stunde und 41 Minuten im fünften und er steht im Halbfinale. Erstmalig. Kompliment. 3 Satzbälle. Come on! Jetzt explodiert er. Zum ersten Mal geht er richtig ab. Wieder riskiert Roddick als Erster und wieder zieht er den Kürzeren. Unglaublich von Leighton Hewitt, wie er da kontert. Die große Stärke des Australiers mit der Rückhand kurz cross. Sensationell. Fast 3 Stunden gespielt. Das heißt, er hat 17,5 Stunden Arbeit benötigt, wenn er das jetzt schafft. 2 Matchbälle. Was sich da unten abspielt, denn alle 16.300 sind aufgesprungen. Das ist, egal ob Roddick geflattert hat, taktisch unglücklich gespielt hat, das ist fast übermenschlich. Ja, ich habe Gänsehaut. Wahnsinn, was Hewitt hier geleistet hat. Er ist der Mann des Turniers. Mal wieder in Australien im Finale gegen Safin. Hello, can you hear me? Am I getting through to you? Hello. Is it late there? And there's laughter on the line. And do you swear you're there alone? Cause I'm trying to explain. Something's wrong, but it just don't